Was mich immer noch belastet ist, wir haben weder irgendwelche Schwertenergie gefunden bisher, noch irgendwelche Doomhunter. Ach du Scheiße, ist er doch bescheuert. Da geht's einfach mal nicht lang. Okay. Dein. Man muss die Menschen foltern, ihr Fleisch mürbe machen. Haben sie genug Schmerz erlitten und ihr Geist ist gebrochen, dann ist die Seele bereit für die Extraktion. Das klingt aber nicht sonderlich nett. So, eine Etage höher sind wieder so ein paar Münzen und sowas zum Einsammeln. Dann sind wir auch schon fast am Ende. Frage ist, wie kommen wir da jetzt hoch? So. Einfach mitfahren. Ist es so simpel? Es ist so simpel. Da ist schon wieder so ein blöder Stampfer. Das habe ich im Original Doom schon immer nicht so ganz verstanden, warum die Dinger da sind. Das ist vielleicht ein Schalter für das Ding hier. Okay, also erstmal da durch. Das Doom Hunter Plüschi. Gut, kann natürlich auch sein, dass wir hier durch die über die andere Seite dann kommen, zu der geheimen Begegnung, ne? Gestärkte Dämonen. Die Khan Maker wird von Zeit zu Zeit einen Dämon stärken, der einen anderen Spieler in der Kampagne getötet hat. Gestärkte Dämonen sind zäher und lassen zusätzliche Ressourcen fallen, wenn sie getötet werden. Ich möchte aber trotzdem, ich möchte keine gestärkten Dämonen haben. So, ganz ehrlich, warum sind die hier alle so krass drauf, weil da oben ein Totem ist? Okay, das erklärt natürlich das. Das war der gestärkte Dämon. Dass die mir immer so in die Quere hüpfen müssen, ne? Wenn ich jetzt mit dem Raketenwerfer schieße oder sowas, da springen die Kleinen springen ganz oft in den Weg. So. Erstmal da oben lang. Okay, beziehungsweise ist da so ein bisschen die Frage, wie kommen wir da hoch? Ja, gut, okay. Ich habe eine Idee. Höher. Ich muss um einiges höher.
Und dann kommen wir hier nämlich auch rein. So. Dann öffnet sich auch der Weg, nur das ist nicht der Weg, den ich brauche. Ich muss nämlich noch einen weiter. Wie komme ich denn da hin? Ach, Schiete. Ach, gehen wir erstmal hier lang. Au, glaube ich. Er nun schon wieder hier, ne? Okay, das ist gerade richtig gemein. Ein Marauder und ein aufgepowerter Dämon gleichzeitig. Super. Das nenne ich fair. Weil ich mich auch nicht wirklich auf diesen Dämon konzentrieren kann, solange der Marauder da ist. Mann, 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 ey. Was das alles an Ressource kostet. So, jetzt die große Frage. Wo geht's lang? Prinzipiell würde ich erstmal vermuten, hier runter. No Demon Drops. Das ist ein geiler Cheatcode. Und jetzt aber endlich... muss ich ein bisschen aufpassen, wo dann der nächste Checkpoint ist. Ja. Da kommt eins. Erstmal wieder hoch. So, am nächsten Checkpoint würde ich dann nämlich mit dem Schmelztiegel einfach erstmal diese eine Challenge da erledigen wollen. Das bietet sich an. Damit wir die schon mal aus dem System haben. Wir können ja den Checkpoint immer wieder neu starten und dann haben wir unsere Munition ja wieder. Die ewige Flamme nähren, Teil 1. Die Verwandlung eines sterblichen Wesens in einen Dämon ist ein langsamer und abgestufter Vorgang, der ohne Argenta als Katalysator Äonen dauern kann. Das Opfer muss unzählige Jahre im Schattenland umherwandern, wo es sich nach endloser Zeit in einen Dämon verwandelt. Während dieser albtraumhaften Reise löst sich die himmlische Seele langsam vom Körper und in diesem dunklen Reich materialisiert sich der Stoff sterblichen Lebens. Er sammelt sich in Seelen voll flüchtiger Aura, die überall in der Hölle zu finden sind. Die Dämonen nennen diese Seen den Brunnen. Und sie verwenden sie, um sich für den Kampf zu stärken. Aus dieser Aura entsteht die Essenz, die mit Geisterenergie gemischt wird, welche die dunkle Halle erleuchtet und das Wächterschwert entflammt. Die Kombination dieser ursprünglichen Energien erzeugt Argent-Energie. Eine Energiequelle, die so mächtig ist, so unberechenbar und respekteinflößend, dass sie Argenta verschlungen und uns mehr Einfluss verschafft hat, als es je mit der Geisterenergie alleine möglich gewesen wäre. Und wir haben ein Tutorial. Neues habe ich gerade gesehen. Die gestärkten Dämonen natürlich. Gut. Okay, hier ist ein Schalter. Den betätigen wir mal. Jetzt geht das da nämlich auf. Wir haben gerade einen Speicherpunkt erreicht. Ich weiß immer noch nicht, wie ich da hinten hinkomme. Aber wenn wir einen Speicherpunkt erreicht haben.
So, das hat er gespeichert. Das hat ja damals mit der BFG auch sehr gut funktioniert. So, haben wir das nämlich auch weg. Und können uns jetzt dann voll und ganz auf die Jagd nach dem Doom Hunter konzentrieren. So, aber eigentlich... dass das vielleicht ein Schalter ist. Oh! Toll, keine Ahnung, warum das jetzt offen ist. Das ist jetzt einfach offen. You've got to eat vegetables. Okay, gucken wir mal, was uns diesmal erwartet. Na, war's das schon? Jo. Ja gut, das war jetzt auch nicht so super herausfordernd. Aber ich glaube auch, die eigentliche Herausforderung ist diese Doom Hunter-Geschichte hier. Wie sieht denn die Karte weiter aus? Da links ist ein One-Up. Da oben. Oh. Hier ist Kleinvieh. Das brauche ich erstmal. Ich brauche diese Munition. So, am besten gleich doppelte Ladung. So, wer will als nächstes? Oh, Doom Hunter. Na, großartig. Das heißt, dass ich diese Schlacht hier potenziell mehr als einmal machen muss. Aber es sind zwei. Da hat man noch ein bisschen Gelegenheit zumindest. Von links war es, ne? Oh, leck doch am Arsch hier. Alter!
Wo ist der Doom Hunter hin? War das der Richtige? Das war nicht der Richtige! Oh, weil ich in Panik war! Weil auf einmal wieder 10.000 Dinger da neben mir standen. Das Problem ist, das ist der letzte, ne? Das ist der letzte, ja. Wenn ich also Wert drauf lege, diese Challenges alle zu erledigen, jetzt Waffenpunkte für, ne? Ja, Waffenpunkte. Muss ich aufpassen, dass das jetzt funktioniert. Die regenerieren ihren Schild, echt? Also das ist jetzt so der Punkt. Wenn es jetzt nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Oh meine Güte, kannst du mal von der Scheißwand weg? Das ist mir, wenn ich es schon versuchen will, ist mir das zu riskant, das zu machen, wenn er da an der linken Wand ist. Also wenn seine linke Seite an der Wand ist. Weil die Chancen dann relativ gut stehen, dass ich gar nicht an die Seite komme, von wo aus ich einen Glory Kill machen muss. Mein Gott, ey. Nein, nicht. Okay. Sobald der Geist gebrochen ist und man genug Schmerz erlitten hat und der Mensch alle Hoffnung verloren hat, wird er zur Extraktionskammer überstellt. Das war nervig gerade. Aber wir haben es doch geschafft, ne? Hat doch richtig gesehen, jo. So, halt, stopp. Ich muss da rechts noch irgendwie rauf. Und da links auch, wo wir gerade dabei sind. Braucht den zwar nicht mehr, ich bin ja schon komplett, aber ich nehme natürlich alles mit, was das Spiel noch so zu bieten hat. Was ich nicht verstehe, ist, wieso es mehr Punkte gibt, als man braucht. Es fühlt sich dann so ein bisschen überflüssig an, den Rest überhaupt noch zu sammeln, wisst ihr? Auch diese Batterien, die brauche ich gar nicht mehr. Machen wir mal hiermit weiter, oder? Einfach jetzt so der Reihe nach den ganzen Scheiß freischalten. Auch wenn ich es potenziell vielleicht nie benutze. Einfach nur, damit man es hat. Verderbtheit beseitigt.
Noch drei Wächterbatterien erhalten. Yay. Ich weiß auch nicht. Ich akzeptiere es einfach mal so. Und ich habe Eventpunkte erhalten. Hurra.